Kapitel 9. 4 Monate vor dem Fall. Um ihn herum stand das Dorf in Flammen, das Laub der alten Bäume verdorrte. Die hölzernen Giebelhäuser knackten und loderten. Der Geruch verbrannter Piniennadeln lag schwer in der Luft und das Harz kochte unter der Hitze im Inneren der Bäume. Er rannte durch die verrauchten Straßen, in der Hand sein langes Jagdmesser, und rief nach seiner Frau und seinem Kind. Dämonen tollten zwischen den Ruinen umher, Wichte schleuderten Feuerbälle in brennende Gebäude und gewaltige Höllenbestien stampften durch das Chaos. Maskierte Moag starksten in ihrer Rüstung dahin und hüllten mit ihren Waffen alles, was sie sahen, in magisches Feuer ein. Und hoch oben auf dem Dachbalken des zentralen Lagerhauses stand die geflügelte Gestalt eines Schreckenslords. Vor sich sah Wandel sein Zuhause und einen kurzen Moment lang erfüllte Hoffnung sein Herz. Kariel streckte den Kopf durch die Tür, schien sein Vater zuzuwinken. Es wirkte so real, als hätten sich die 5 schrecklichen Jahre des Umherwanderns in Luft aufgelöst, als hätte er eine zweite Chance erhalten, seinen Sohn zu retten. Doch natürlich war dem nicht so. Wie in einem Albtraum wusste er genau, was als nächstes geschehen würde, und dann geschah es auch. Der kleine Junge verschwand im Inneren des Hauses, und das Letzte, das Wandel von ihm sah, war seine kleine Faust. Als er über die Schwelle stürmte, lag Kariel bereits auf dem Boden mit offenen Augen, die blicklos zur Decke hochstarrten. Über seiner Brust kaute ein Teufelshund und kaute auf seinem Fleisch herum. Das winzige Silberblatt, auf das der Junge so stolz gewesen war, glitzerte noch immer um seinen Hals. Der Teufelshund blickte zu Wandel auf, und seine langen Tentakelfühler bewegten sich hin und her wie die Fühler einer Kakerlake. Kariels Blut klebte an seinen Fängen. Seinen kleinen Jungen, der heute Morgen noch so lebhaft und fröhlich gewesen war, kalt und starr auf dem Boden liegen zu sehen, jagte einen stechenden Schmerz durch Wandels Herz. Süße Pein. Die Stimme erklang irgendwo tief in seinem Inneren. Sein Herz fühlte sich an, als würde es brechen. Sein Kopf, als würde er explodieren. Er konnte diese Qualen nicht noch einmal ertragen. Aber das wirst du noch viele, viele Male, und ich werde mich daran ergötzen, während ich deine Seele verschlinge. Da war eine fremde Präsenz in seinem Kopf. Die Stimme klang wie seine eigene, sie war es aber auch irgendwie nicht. Sie gehörte etwas, das dieses Grauen betrachtete, jedes Detail in sich aufsaugte und es genoss. Dein Entsetzen nährt mich, es macht mich stärker. Der Teufelshund lenkte ihn von der Stimme ab, als er mit peitschendem Schwanz näher kam. Seine kurzen Beine trugen ihn mit überraschender Schnelligkeit näher und sein aufgerissener Rachen entblößte scharfe Zähne. Wandel sprang zur Seite, um dem Angriff auszuweichen. Dann wirbelte er herum und schlug zu. Seine Klinge ließ eine blutige, grüne Linie auf der Flanke der Kreatur zurück. Zorn und Hass verliehen seinem Angriff Kraft und der Anblick des zerfetzten Fleisches befriedigte beides. »Ja, nimm deine Rache, füttere mich!« Er hielt erschrocken inne, und beinahe hätte der Teufelshund ihn erwischt. Wandel sprang vor, stolperte über die Leiche seiner Frau und rollte sich wieder auf die Beine, mit dem Rücken zur Wand. Der Dämon stürmte heran und stieß sich vom Boden ab. Ihm jetzt noch auszuweichen war unmöglich. Also warf Wandel sich ihm entgegen. Brust gegen Brust prallten sie zusammen, und der Jäger packte mit seiner Hand die gepanzerte Kehle, während er mit der anderen auf die Stelle zielte, wo sich das Herz befinden sollte, und dann mit dem Messer zustach. Der schweflige Atem der Bestie brannte ihm in der Nase. Ihre Klauen zerfetzten seine Lederwams und zogen tiefe Furchen über seine Brust. Welch köstliche Qualen! Der Schmerz lähmte ihn beinahe, aber er schaffte es, sein Gewicht nach vorn zu werfen. Der Teufelshund stürzte auf den Rücken, dann landete Wandel auf seiner Brust und nagelte ihn mit seinem Gewicht auf den Boden. Er nahm den Griff seines Dolches in beide Hände und stach wieder und wieder auf den Dämon ein, bis er sich nicht mehr rührte und leblos liegen blieb. Hauch erfüllte die Luft. Geschwächt von seinen Wunden rollte Wandel sich auf den Boden, sodass sein Kopf direkt neben Kariels Gesicht lag. Er streckte seine langen Finger aus und schloss dem kleinen Jungen die Augen. Tränen stürmten ihn über die Wangen. Er konnte sich nicht bewegen, wollte sich nicht bewegen. Er würde hier liegen bleiben, bis die Flammen sein Zuhause in einen Scheiterhaufen verwandelt hatten. »Diese Trauer, so nahrhaft!« »Was bist du?« dachte er. Vor seinem geistigen Auge sah er sich kurz selbst, wie er in einen noch immer pulsierenden Dämonenherz biss. »Du dachtest,
Du würdest mich verschlingen. Dabei bin ich es, der dich verschlingt. Ein Moment lang spürte Wandel, wie das Fleisch Dämons sich durch sein eigenes nach außen wölbte und mit ihm verschmolz, ebenso wie der Geist der Kreatur einst mit seinem eigenen Bewusstsein wurde, der Realität des brennenden Dorfes verschwamm, und als er aufblickte, sah er Illidan auf dem Hof des schwarzen Tempels über ihm stehen. Wandel versuchte, den Albtraum abzuschütteln, aber er kehrte zurück, füllte seinen Kopf und verdrängte alles andere, bis er sich wieder in den Ruinen seines Hauses wähnte und seine Erinnerungen durchlebte, als wären sie die Gegenwart. Eine stämmige Gestalt stand am Eingang und sperrte das Licht des brennenden Dorfes aus. Ein Dämon. Wandel stemmte sich auf die Beine. Es war eine Sache, zu verbrennen, aber es würde sich ganz sicher nicht von einem Gegner töten lassen. Der Jäger stolperte vorwärts und ließ seine Klinge herabsausen. Der Eindringling fing sein Handgelenk mühelos ab. Dann verdrehte er ihm den Arm und schleuderte Wandel nach draußen auf die Straße. Er rollte sich bei der Landung zusammen und sprang wieder auf. Ein Blick zeigte ihm, dass die anderen Dämonen alle tot waren. Nur Leichen lagen über dem Boden, verstreut. Der Fremde drehte sich um und Wandel sah, dass er nicht wie die anderen Angreifer war. Er schien ein Nachtelf zu sein, aber er war größer als die meisten seines Volkes und wies einige dämonische Züge auf. Glühende Tätowierungen bedeckten seinen Körper. Mit dem Gesicht eines gefallenen Gottes blickte er auf Wandel herab und er schien ihn zu sehen, obwohl seine Augen hinter seinen Streifen Runstoff verborgen lagen. Zu seinem Schrecken erkannte der Jäger diese Gestalt. Er hatte die dunklen Legenden gehört, die sich um dieses Wesen ranken. »Illidan«, sagte er, »Verräter, du steckst hinter alledem!« Er schloss die Finger fest um seinen Dolch, nahm alle Kraft zusammen und warf sich nach vorn. Es war ein perfekt gezielter Hieb. Nie zuvor hatte ein Schlag sein Ziel so genau getroffen, und das Gewicht des Schicksals verlieh ihm unwiderstehliche Wucht. Wandel würde derjenige sein, der dem Leben des Verräters ein Ende bereitete. Die Spitze der Klinge berührte die tätowierte Haut über Illidans Herz, dann verharrte sie. Ein stählerner Griff hätte sich um Wandels Handgelenk geschlossen. »Ich bin nicht der Feind«, erklärte Illidan. »Ich werde dich für das töten, was du getan hast!« Ein bitteres Lachen teilte Illidans Lippen. »Du wärst nicht der Erste, der das versucht, aber du verschwendest deinen Hass. Die brennende Legion trägt die Schuld an deinem Verlust.« »Du dienst der Legion!« »Ich diene mir selbst.« »Du lügst! Du lügst immer!« »Das wollen meine Feinde dich glauben machen.« Wandel drückte mit seinem gesamten Gewicht nach vorn, aber die Klinge rührte sich nicht. Die Anstrengung trieb ihm Schweißperlen auf die Stirn, wohingegen Illidan völlig gelassen wirkte. »Wegen dir ist meine Familie jetzt tot!« Die Trauer trieb ihm die Worte über die Lippen. »Sieh dich um. Siehst du irgendwelche Dämonen? Sie sind tot. Ich habe sie erschlagen.« »Lügner!« »Ich kam zu spät, um diesen Ort zu retten, was ich zutiefst bedauere, denn ich habe schöne Erinnerungen daran. Einst vor 10.000 Jahren erfuhr ich hier kurzzeitig wahre Freude.« Wandel ballte die rechte Hand zur Faust und versuchte, Illidan zu schlagen. »Lügner!« Der Verräter blockte den Hieb mühelos ab. »Ich bin deine Sturheit allmählich leid. Ich dachte, da wäre mehr Stärke in dir. Nicht jeder vermag nur mit einem Jagdmesser einen Dämon zu besiegen. Was hast du jetzt also vor? Willst du wimmernd liegen bleiben oder willst du Rache an jenen nehmen, die dir das hier angetan haben? Schließ dich mir an und du sollst deine Vergeltung bekommen.« Wandel stand direkt in Illidans Gesicht, aber der Runenstoff machte es unmöglich, seine Miene zu deuten. »Ich werde dir niemals dienen!« »An diesem Punkt stehen dir nur zwei Möglichkeiten offen. Eine führt zu Wahnsinn und Tod, die andere in meinen Schatten.« »Niemals!« Mit beiläufiger Kraft stieß Illidan Wandel von sich. »Das Ende allen Seins naht, und ich kann meine Zeit nicht mit Narren vergeuden. Falls du Rache willst, dann komm und hol sie dir!« Dunkelheit erhöhte Wandels Blickfeld, als der Aufwind das brennende Dorfes im Rauch und Funken ins Gesicht trieb. Dann klärte sich seine Sicht wieder, und Illidan war verschwunden. Wandel saß alleine zwischen den Trümmern seines zerstörten Lebens. Die dämonische Stimme in seinem Kopf troff vor Hohn. »Er hat die Wahrheit gesagt!« »Das weißt du jetzt. Du wusstest es seit dem Moment, in dem du anfingst, deine Trauer zu verarbeiten. All die langen Jahre der Suche. Und jetzt hast du ihn gefunden. Natürlich wird es nichts mehr nutzen, denn du gehörst mir. Und ich werde mir holen, was mir gehört.«
Die Szenerie flackerte, das Dorf verschwand und Wandel stand allein in einer verheerten Landschaft. Er hatte keine Waffen und vor ihm stand der Teufelshund, den er getötet hatte, doch er war nicht tot. Er war lebendig und wohlauf und er hatte jetzt die Augen eines Nachtelfen. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte Wandel, dass es seine eigenen Augen waren. Die Kreatur kam näher. Sie bewegte sich selbstsicher, wie ein Jäger, der wusste, dass seine Beute nicht entkommen konnte, dass er sich Zeit nehmen konnte, mit ihr zu spielen. Wandel öffnete und schloss die Hände. Sie waren leer. Er sah sich um, suchte nach einem scharfkantigen Stein, einem Felsbrocken, irgendetwas, das er als Waffe einsetzen könnte. Doch da war nichts. Vor ihm kratzten Klauen über den Boden. Der Teufelshund hatte die Gelegenheit genutzt und die Entfernung zwischen ihnen überbrückt. Jetzt richtete er sich auf, sein gewaltiges Maul weit aufgerissen. Wandel packte die Kiefer, bevor sie sich um seine Kehle schließen konnten. Die spitzen Zähne stachen ihm durch die Finger und er suchte nach einem Halt, der nicht rasiermascher scharf war. Schließlich krallte er die Finger in den weichen Abschnitt zwischen Zahnfleisch und Lefzen. Mit seiner rechten Hand hatte er weniger Glück. Scharfe Zähne bohrten sich durch seine Handflächen. Der Schmerz war grausam und das Prickeln, wo der dämonische Speichel seine Hand berührte, machte die Sache nicht besser. Wenn überhaupt, schien er seine Qualen noch zu vergrößern. »Das ist nicht real«, sagte er sich. »Es ist mehr als real. Falls du hier in diesem magischen Raum stirbst, stirbst du wirklich. Und deine Seele und dein Körper gehören dann mir. Bereits jetzt habe ich dich infiziert. Bereits jetzt kann ich deine Fähigkeiten nutzen, deine Gedanken lesen. Bereits jetzt bin ich mehr, so viel mehr, als ich jemals war.« Wandel versuchte, die Kiefer auseinanderzudrücken, aber allein zu verhindern, dass sie zuschnappten, kostete ihn schon alle Kraft. Die Zähne sägten ihm das Fleisch von den Fingern und er wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bevor er diesen Kampf verlor. Er zog den Kopf ein und versuchte, ihn außer Reichweite der peitschenden Klauen zu halten, indem er ihn gegen den kurzen Hals des Dämonenhundes presste. Die Krallen der Kreatur schnitten ihm in die ungeschützte Brust, rissen blutige Streifen in seine Muskeln und Rippen. Ihm blieb nur eine Chance. Er ließ die Kiefer der Bestie los, duckte sich unter ihren Leib und hob ihn in die Höhe. Das Monster wehrte sich stampelnd und versuchte, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, aber er stemmte es über seinen Kopf und ließ es dann auf seine Knie herabsausen, um ihm das Rückgrat zu brechen. Der Teufelshund warf sich hin und her, während er jegliche Kontrolle über seine Gliedmaßen verlor. Wandel stellte ihm den Fuß auf die Kehle und zermalmte seine Luftröhre, bis die Kreatur endlich aufhörte, sich zu bewegen. Angetrieben von seinem Instinkt, den er nicht verstehen konnte, trat er anschließend auf den aufgequollenen Bauch der Bestie, bis er aufplatzte. Dann griff er in die Brusthöhle hinein und riss das Herz heraus. Er hielt es in die Höhe, presste das grüne Blut heraus, sodass es von den Herzkammern in seinen Mund tropfte, und dann aß er das Fleisch. Es prickelte, als es in seinen Magen wanderte, aber dieses Mal gewann er dadurch an Kraft. Die Welt flackerte und wurde dunkel. Ein Schwindegefühl überkam ihn, ließ ihn nach vorn auf den Leib seines Feindes stürzen. Seine Eingeweide fühlten sich an, als würde sie zerquetscht und dann auseinandergerissen. Plötzlich stand er vor seiner eigenen Leiche, die über dem toten Teufelshund lag. Langsam unter dem Zwang einer fremden Macht stieg seine Seele empor und trieb in die Schwärze davon. Er sah, dass die Sternwelt nur ein kleiner Fleck in der unendlichen Weite des großen dunklen Jenseits war. Eine winzige Insel in einer Leere, so gewaltig, dass sie das Verständnis eines jeden Lebewesens überstieg. Gleichsam erkannte er, dass Millionen und Abermillionen weitere Welten über diese Leere verstreut waren, voll Leben und schillernder Potenzial. Wandel konzentrierte sich auf eine von ihnen und er sah ein goldenes Land, in hellen Sonnenschein getaucht, wo ein Volk frei von jeglichen Sorgen die Ernte einholte. Dann riss ein Portal ein Loch in das Gewebe der Realität und aus diesem Riss quollen die unaufhaltsamen Truppen der brennenden Legion und unbesiegbaren Armee von Dämonen, die nach Zerstörung gierten. Alles, was er sah, war vor vielen Jahren geschehen, lange bevor die Legion Azeroth erreichte. Sie war über zahllose Welten hergefallen, hatte alles vernichtet, was sich ihr in den Weg stellte. Sie hatte nur ein Ziel, das sie gnadenlos verfolgte, zu töten. Hin und wieder gelang es jemandem, die Legion aufzuhalten, aber jedes Mal kam sie zurück, stärker als zuvor. Manchmal wurde eine Welt nicht zerstört, sondern erobert und in das Geflecht der Legion eingewebt, um mehr Soldaten für ihre unersättlichen Kriegsmaschinerie zu produzieren. Wandel war nicht der einzige Vater, der ein Kind an die Invasion verloren hatte.
Mit jeder Sekunde fielen Zehntausenden Kinder ihrem unerbittlichen Blutdurst zum Opfer. Bilder von zahllosen toten Welten zuckten vor seinem inneren Auge vorbei. Er sah gigantische Ruinen, eingestürzte Gebäude, die einst den Himmel berührt hatten, Seen aus Glas, wo einst stolze Städte gestanden hatten, und endlose Trümmerfelder. Er sah die Lichter des Lebens, die überall im Universum erloschen, bis nur noch wenige übrig waren. Kein Moment lang zweifelte er an der Wahrheit des Gesehenen. Die brennende Legion zog eine Spur verkohlter Welten hinter sich her. Dies war Wahnsinn in einer unvorstellbaren Größenordnung. Die Legion existiert allein, um zu zerstören. Sie würde nicht eher ruhen, bis alles Leben tot war. Und dann würde sie sich mit all ihrer Grausamkeit selbst zerfleischen, bis rein gar nichts mehr übrig war. Es war eine Vision unaussprechlichen Grauens. Das Schlimmste war, dass Vanille nun wusste, welche Macht die Legion besaß. Nirgends auf irgendeiner dieser Welten gab es eine Streitmacht, die sie besiegen könnte. Jetzt kennst du die Wahrheit. Schließ dich uns an. Die Stimme war zurück. Sie hatte einen einschmeichelnden, bittenden Ton, aber darunter klang derselbe Hunger durch wie zuvor. Niemals. Die Realität machte einen Sprung, und nun stand er im zerstörten Herzen eines Turmes. Ein Teppich aus geschwärzten Knochen knirschte unter seinen Füßen, während ein Teufelshund auf ihn zukam, entschlossen, ihn zu töten. Wandel bückte sich, hob eine abgebrochene Rippe auf und rammte sie dem Dämon ins Herz. Diesmal war es leichter und er fühlte sich stärker, so als würde er jedes Mal, wenn er die Bestie tötete, einen Teil ihrer Kraft absorbieren. Auch dieses Mal schlitzte er die Kreatur die Bauchhöhle auf, trank ihr Blut und aß ihr Herz. Eine Vision bohrte sich mit titanischer Wucht in sein Gehirn. Dieses Mal sah er nicht nur ein Universum, sondern eine endlose Vielzahl davon. Ein komplexes, fraktales Gebilde, in dem bei jedem Herzschlag Entscheidungen getroffen und als Resultat daraus neue Welten geboren wurden. Überall marschierte die brennende Legion und zerstörte eine Welt nach der anderen. Mit jedem Tod schrumpfte die Bandbreite möglicher Welten zusammen, bis von den unendlichen Möglichkeiten schließlich nur noch eine Handvoll übrig blieb. Und in jeder dieser möglichen Realitäten setzte die Legion ihren Triumphzug fort, starb das Potenzial der Zukunft in der Wiege und das Leben der Gegenwart im Staub. Er sah zahllose Azeroths, zahllose Vandals, zahllose Kariels und sie alle suchten der Tod heim. Er sah seinen Sohn auf tausende Arten sterben und in keiner dieser tausend möglichen Welten war er in der Lage, es zu verhindern. In jeder Welt, in jeder Zukunft zog die brennende Legion weiter, unbesiegbar, unaufhaltsam, um das Universum zur ewiger Dunkelheit zu verurteilen. An ihrer Spitze sah er die riesigen, dämonischen Gestalten ihrer Anführer. Da waren Archimonde, den so viele für tot hielten, und Kil'jaeden, und über allen anderen Sargeras, der gefallene Titan, der einst geschworen hatte, das Universum zu beschützen und nun entschlossen war, es zu vernichten. Die Visionen bohrten sich tiefer und tiefer in sein Gehirn, trieben ihn an den Rand des Wahnsinns und darüber hinaus. Mit jedem neuen Schreckensszenario starb ein Teil von ihm und der Dämon in seinem Inneren nährte sich hämisch an seiner Qual. Wandel bedeckte die Augen mit den Händen, aber er konnte die Schrecken nicht abhalten, die weiter auf ihn einbrandeten. Er presste die Lider zusammen, aber er konnte noch immer sehen und er sah und sah, bis er nichts mehr ertragen konnte. In kalten Grauen ertrinkend bohrte er sich die Finger in die Augenhöhlen. Er spürte, wie Blut floss, wie das gallartige Gewebe unter seinen Fingernägeln aufplatzte. Trotzdem zerrte er weiter, stemmte sich gegen Muskeln und Sehnerven, bis sich seine Augenäpfel mit einem schrecklichen, schmatzenden Geräusch lösten. Im letzten Moment, bevor das Grauen ihn überwältigte, begriff er, was er gesehen hatte. Es waren Illidans Visionen gewesen. Die Visionen, die ihn vor langer Zeit heimgesucht und ihn zu dem gemacht hatten, was er heute war. Der Verräter hatte diesen Pfad schon lange vor Wandel beschritten. Dieses ganze Ritual war eine Wiederholung seiner eigenen Tortur. Schmerz brannte sich durch Wandels Schädel. Dunkelheit. Stille. Wandel erwachte unter schrecklichen Schmerzen. Er hatte keine Ahnung, wo er war, konnte nichts sehen, außer dem Flackern schimmernder Lichter. Seine Hände tasteten sich vor. Mit zitternden Fingern berührte er sein zerstörtes Gesicht. Wie er befürchtet hatte, waren seine Augenhöhlen leer. Er hatte sich wirklich die Augen herausgerissen. Er war von Furcht erfüllt. Lebte er noch? Er konnte nichts sehen. Vielleicht war er gestorben. War seine Seele in jedem kalte Leere hinausgetrieben, an der er sie schon während des Rituals gehangen hatte? Fragmente von Erinnerung kehrten zurück und quälten ihn.
Bruchstücke der grausigen Visionen, die er nach dem Verzehr des Dämonenherzens durchlebt hatte. Er war dankbar, dass er sich nicht an alles erinnern konnte. Der Verstand war nicht dazu geschaffen, eine solche Flutwelle des Grauens standzuhalten. Wandel versuchte aufzustehen, aber er spürte, wie er taumelte und fiel. Sein Kopf schlug gegen kalten Stein und kleine Lichtblitze zuckten durch die Dunkelheit um ihn. Kurz gab er sich der Hoffnung hin, dass sein Augenlicht vielleicht zurückkehrte, aber er wusste, dass das nur Wunschdenken war. Er war blind und er war nutzlos. Irres Gelächter sprudelte ihn über die Lippen. Er hatte nach der Macht gestrebt, Dämonen zu töten, und jetzt konnte er nicht einmal mehr sehen. Er hatte den Wunsch gehabt, gegen die brennende Legion zu kämpfen, doch jetzt wusste er, dass dieser Feind unbesiegbar war. Hoffnungslosigkeit füllte seinen Geist. Irgendwo tief in seinem Inneren labte sich ein Dämon, voll hämischer Freude an seinem Trübsinn und an seinem Elend. Wäre er dazu noch in der Lage gewesen, hätte er jetzt geweint. So konnte er nur voller Verzweiflung die Hände vor die leeren Augenhöhlen pressen.